Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und ich fühle mich auch ein bisschen geehrt, dass ich diese Veranstaltung jetzt mit eröffnen kann. Und der Anlass, warum ich heute hier bin, liegt darin, dass wir im September eine Veranstaltung in Nürnberg hatten, in der wir eine Kamera vorgestellt haben, die OMD ENC. Diese Veranstaltung war in Nürnberg und einer der Gäste war Klaus Tiepke. Und Klaus Tiepke ist einer der leidenschaftlichsten Menschen, die für die Sache der Fotografie sich einsetzen, die ich bis dato kennengelernt habe. Und auch der Veranstaltung war so, dass wir tagsüber ein bisschen fotografiert haben, dann haben wir was gegessen und dann saßen wir in der Bar. Und wenn man in Nürnberg in der Bar sitzt, was macht man? Man probiert Whiskys. Und nach dem 5., 6. oder 7. Whisky, ich habe aufgehört zu zählen, war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, nächstes Jahr, 10. bin ich auf jeden Fall mit dabei. Also vielen Dank für die Gewalt. Meine Damen und Herren, liebe Fotofreunde, in Bayern gibt es ein Sprichwort, das heißt, zu viel Weihrauch schwärzt den Heiligen. Vielen Dank für das Lob. Und ich fasse das in einem ganz knappen Satz zusammen. Horizont der Zinks, meine Damen und Herren, gibt es nur einmal, aber das jedes Jahr. Danke. Die Ausstellung ist aus mehreren Gründen etwas Besonderes im Rahmen des Festivals. Die Ausstellung ist komplett von Amateuren fotografiert worden. Die Ausstellung ist komplett mit Olympus-Kameras fotografiert worden. Okay, guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Fotofreunde, liebe Foto-Community. Das ist sozusagen mein Lieblingsfotoclub hier in Zings beim Festival. Zum vierten Mal nun ein solcher Wettbewerb, zum vierten Mal eine solche Ausstellung, zum vierten Mal an so einem charmanten Platz. Ich glaube, das ist eine tolle Geschichte. Und es ist wirklich, also mit der Marke Olympus, ich nenne das schon mal die Olympiade, der Amateurfotografie gelungen, einen Wettbewerb zu starten, der besondere Kreativität auslöst, ganz offensichtlich und augenfällig. Und der Wettbewerbsthema in diesem Jahr, Close Up, das ist plattdeutsch und heißt also geh nah ran. Wir hatten früher als alte Reporter so eine Bauernregel, die hieß also, wenn dein Bild nicht gut ist, dann warst du nicht nah genug dran. Wir fangen jetzt aber an mit der Preisvergabe mit dem dritten Platz, das ist der Adler hier. Aufpassen, hier Zinks muss man das ordentlich sagen. Weißkopfseeadler oder müsste passen, ne? Wunderbar, danke. Das Bild hat uns nicht jemand von der Küste geschickt, sondern ganz im Gegenteil aus dem tiefsten Bayern, aus Erding, nämlich der Florian Berghammer. Herr Berghammer. Erstmal schönen guten Morgen, erstmal herzlichen Glückwunsch zum dritten Preis. Und Herrn Berghammer dürfen wir ein 9 bis 18 mm Micro Four Thirds Objektiv heute Morgen geben als dritten Preis. Herzlichen Glückwunsch! So, dann kommen wir auch schon zum zweiten Platz. Das Bild hat uns geschickt, Frank Rückert. Ja, guten Morgen und auch herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz. Und auch hier haben wir ein schönes Objektiv gemeinsam ausgesucht, um die Sammlung und das System zu erweitern. Ein Micro Four Thirds 12 bis 40 mm. Viel Spaß damit. Gut, und dann kommen wir zum ersten Platz. Sicher eines der spannendsten Bilder, die hier hängen. Den Preisträger darf ich Ihnen vorstellen. Edwin Biel. Guten Morgen und herzlich willkommen. Und Edwin konnte sich nicht so richtig entscheiden, was er nun unbedingt noch für Objektive braucht für sein System. Und dann haben wir gesagt, dann gibt es einen Gutschein im Wert von 1.000 Euro für Olympus. Es wird ja viel diskutiert hier auf dem Festival und es wird natürlich auch um die Zukunft oder über die Zukunft der Fotografie viel diskutiert. Wo geht der Weg hin? Und was macht eigentlich der Nachwuchs der Fotografie? Es gibt seit 4 Jahren einen Kinderworkshop. Und wir haben uns sehr gefreut, dass ein Teilnehmer dieser Kinderworkshops, ein junger Mann, muss man fast schon sagen, der jetzt 4-mal dabei war, es mit seinem Bild auch in diese Ausstellung geschafft hat, ohne dass wir wussten, dass es das Bild von ihm ist. Er hat es eingesandt. Wir haben die Jurierung natürlich anonym gemacht. Aber Sie sehen gegenüber der Rezeption auch ein Bild von einem jungen Mann mit Namen Jonas Oelke. Und Jonas, darf ich mal nach vorne bitten?
Also wenn Sie wissen wollen, wie die Zukunft der Fotografie aussieht, hier steht sie. Aber damit Jonas Wasenbinde weiter in das Thema Fotografie hineinwachsen kann, haben wir ihm eine OMD-Jacke mitgebracht, die er jetzt wieder stolz tragen kann. Auch die kann er noch einwachsen. Einen großen Applaus. Wo ist denn der Europachef? Wo ist der Herr Kaufmann? Komm mal her, komm mal her. Das ist nämlich immer so, also sicher gibt es da einen Haufen Mitarbeiter, die engagiert sind, aber es muss auch immer jemand geben, der sagt, ihr dürft das machen. Also von der Warte vielen, vielen Dank für die jahrelange, sehr angenehme, sehr nachhaltige Zusammenarbeit. Und diese Menschen haben nie Zeit, die hetzen von einem Platz zum anderen in der Welt. Hier ist etwas über den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft und ein bisschen Musik zum Ausspannen. Wir bedanken uns von einmal Musik als die Hand. An die Menschen, die mit der Kamera Bilder machen möchten, die mit der Kamera sich selbst verwirklichen möchten, die kreativ sein möchten und die ausdrucksstarke Bilder haben wollen. Und um dies beizubehalten, um dies einzuhalten, haben wir für uns drei Werte entwickelt, die handlungsleitend sind. Das erste ist immer Premium-Qualität. Das zweite ist Innovationen, die dem Kunden nutzen. Und das dritte ist People First. Das heißt, wir wollen immer nah an unseren Kunden ran sein, um auch die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen und entsprechend dann auch in unsere Entwicklung einfließen zu lassen. Da ist das Tolle eben bei Olympus, weil ich auch älter geworden bin und die ein bisschen Problem machen. Ich habe einfach einen Druck und habe eine Lupenfunktion und kann wirklich die feinsten Details gleich perfekt auch manuell einstellen, wie früher bei einer alten Analogkamera. Die Olympus-Kameras sind halt einfach kreative Werkzeuge. Man hat dass man lang suchen muss im Untermenü. Man hat durch die Möglichkeit für die Artfilter einfach die vor Ort zum Ausprobieren, wie das dann in Wirklichkeit ausschaut. Und somit muss ich jetzt sagen, funktioniert das mit Olympus eigentlich super. Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer. Im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt. Das ist das Beste. Und die Preise kommen in diesem Jahr von Olympus. Und da bitte ich mal den Nils Häusler nach vorne. Der hat den Preis heute dabei. Herzlich willkommen, Nils. Ein herzlichen Applaus für Nils Häusler. Hallo. Nils, hast du schon ein paar Bilder gesehen? Ja, ich bin sprachlos. Bild des Tages am heutigen Tag. Jawohl, Reinhard Wagner, die Begründung der Jury. Außergewöhnliches Sujet, maritime stille Bewegung am Firmament und natürlich technisch perfekte Langzeitbelichtung. So, unsere Jury. Reinhard, wo ist er? Da kommt er. Reinhard, jawohl, mal empfangen hier. Sprint am Strand. Aus Richtung der Bar kommt er. So, Reinhard, Glückwunsch zu diesem tollen Bild. Komm in die Mitte. So, Nils, jetzt. Was gibt es zu gewinnen heute? Olympus hat eine Tasche gepackt. Herr Wagner, erstmal, ich freue mich, Sie endlich mal persönlich kennenzulernen. Ich habe viel von Ihnen gehört, aber ich habe ein tolles Geschenk für Sie. Eine der ersten, noch nicht ausgelieferten Olympus TAF 850. So TAF wie Sie fotografieren. Das habe ich eben gesehen. Herr Wagner, das Bild. Das war ja auch eine Langzeitbelichtung. Wie lange haben Sie da belichtet? 25 Minuten. Das war viel. Ja, ziemlich abgefroren. Wir haben 2 Stunden an dem Bild gearbeitet. Wann? Gestern Nacht bis heute früh. Also man muss schon auch ein bisschen was auf sich nehmen, um mit guten Bildern hier auch anzutreten. Also dafür nochmal herzlichen Glückwunsch. Thank you.
Several reasons. First of all, we are a manufacturer, we are making cameras, but it's very important to communicate and talk to end consumers using our cameras. That's why we would like to be there to talk to consumers. This is probably first reason. And the second reason is camera is not really just technical gadget. The photo is really culture and emotions, and we would just want to give the opportunity to test the cameras and enjoy it with our cameras. That's a typical. Super Wetter. Alles gut. Dann wunderbar. Wir haben, wenn Sie Zeit haben, kommen Sie noch ab 16.30 Uhr in die Multimedia-Halle. Da habe ich selber einen Vortrag und dann gibt es einen Vortrag über die Blauhöhle, etwas ganz Besonderes in Deutschland. Wir sind heute mit Olympus, mit einer spiegellosen Systemkamera, weil Olympus ja sagt, der Spiegel gehört ins Bad und nicht in die Kamera. Ich fange schon mal an, die Kameras austeilen. Wissen das, können wir die Fotos noch mal. Ihr nehmt natürlich die Speicherkarte mit? Speicherkarte bitte nach Hause. Die Kamera bleibt leider hier. Die Kamera ist das drumherum, das bleibt leider hier, aber das kleine Teil. Hört nicht da raus.
welches? Reine und Kirschen. Das ist jetzt keine Leine.